Oh, hallo und herzlich willkommen auf der Bank vor der Wiese und zu meinem letzten Beitrag zu Seven vs. Wild. Hab hier ein kleines Fresszettelchen gemacht, damit ich kein Thema vergesse, wozu ich was, ja ist gut, wozu ich was sagen möchte. Aber zunächst mal frohes neues Jahr 3 nach Covid. Ich hoffe, es wird ein einigermaßen schönes bei euch. Mein letztes war eigentlich ganz in Ordnung. Gibt es jetzt nichts, wo ich mich großartig wirklich beklagen wollen würde. Daher machen wir kurz, hoffen wir, dass dieses Jahr auch einigermaßen erträglich eben für alle von uns wird. Und mindestens das, ja vielleicht sogar gut. Das wäre doch auch nochmal eine Idee. Und das ist es im Grunde. Ne? Und dann kommen wir auch schon zum Thema. Thema ist, ich habe mir mal kurz die grobe Übersicht, ne? Also Inhaltsangabe in... Ja, ganz grob einfach. Themen folgendes, keine Ahnung, was Fritz diesmal gegessen hat. Also Fritz hat Larven gefunden und bei der Insekten-Ess-, Würmer-Ess-, Krabbelviecher-Ess-Challenge eben 7 davon vertilgt. Da wollte er gerne wissen, hallo Fritz, was das ist. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich ein schweres Fachgebiet. Insbesondere bei Larvenstadien ist die Bestimmung, um was es sich genau handelt, wirklich, wirklich schwer. Dafür bin ich nicht Fachmann genug. Da muss man dann echt einen Entomologen, der auch nichts anderes ist als ein Entomologe, diesbezüglich fragen. Und da bin ich dann raus. Ne? Aber trotzdem ein paar Anmerkungen dazu hätte ich. So, dann Gefahr durch tote Bäume möchte ich nochmal aufgreifen, nachdem jetzt mehrfach abgestorbene Bäume gefällt worden sind. Das sagt der Fritz, glaube ich, auch nochmal in irgendeinem Livestream, dass eben beim Training genau das gleiche passiert ist wie dem Niklas on Fire. Heißt das so? Ich glaube, so heißt er. Dem ja in der ersten Folge bereits der Baum auf den Kopf gefallen ist und dann blutende Wunde. Das ist einfach ein genereller super häufiger Unfall, wenn man dann unbedingt das Risiko eingehen muss, tote Bäume umschubsen, fällen, umsägen, ganz egal, wie man die zu Fall bringt. Das ist immer eine relativ gefährliche Sache, es sei denn, man ist dabei weit weg. Dazu wollte ich noch ein bisschen was sagen. Dann noch ein Nachtrag zur Holzkohle, nachdem das ganz viel diskutiert worden ist. Zum Fabio hätte ich noch 2 Hinweise, nämlich was hätte der potenziell noch tun können? Das ist extrem klugscheißerisch, weil der hat sich ja extrem gut geschlagen. Und wenn die jetzt ankommt, ja, das hätte er noch besser machen können. Das ist wie bei Fußball, ne? Wenn du 17 Tore geschossen hättest und die Nationalmannschaft kriegst natürlich mal wieder nicht hin, hätten sie mal dich einwechseln müssen. So in die Richtung. Daher bin ich da ganz vorsichtig. Aber ein paar Ideen möchte ich einfach trotzdem als Lerneffekt vielleicht noch hinzufügen. Und dann ist der Chris ohne Schuhe durchs Wasser, weil er meinte, mit seinem bisschen Holz da irgendwie jetzt ganz toll schwimmen bzw. durchs Wasser warten zu können und ganz überrascht war, dass das nicht trägt. Wie kann das denn sein? Warum drücke ich das runter? Das ist ja, das ist das kaputte Holz. War für mich einfach lustig, ne? Nicht böse gemeint, gar nicht. Aber ohne Schuhe durchs Wasser, dazu wollte ich auch noch mal was sagen. Das ist nämlich so eins der Hauptdinge, die man eigentlich nicht tun sollte, wenn man Verletzungen vermeiden will. Gefragt worden bin ich auch ein paar Mal, ob ich nicht mal ein kleines bisschen was zu der Landschaft, in der das Ganze stattgefunden hat, erzählen kann. Also Geomorphologie. Machen wir. Und ein kleiner Rückblick auf meine Prognose. Da möchte ich mich selbst noch ein bisschen lobhudeln, weil ich mehr oder weniger zumindest einen Teil der möglichen Strategien, wie man Seven vs. Wild hätte überleben können, auch schon bevor es gewesen ist, vorhergesagt habe. Und ich finde das relativ zutreffend. Und ja, außerdem hätte ich dann noch die Leistung der einzelnen Teilnehmer kurz durchgesprochen. Und das war es im Grunde. Ja, also noch eine kleine Danksagung am Schluss. Mich blendet inzwischen ein wenig die Sonne, aber das müsst ihr ja nicht ertragen, sondern nur ich. Gut, also legen wir los mit den Larven, die der Fritz gefunden hat. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, was das ist. Sehr, sehr schwierig, insbesondere bei Larven. Man kann es manchmal ein bisschen anhand der ungefähren Größe und des ungefähren Aussehens und dem Fraßbild, was die zum Beispiel, wenn sie in der Rinde leben, das wird meistens der Fall gewesen sein, oder an der Rinde entlang fressen, am sogenannten Cambium. Da hatten wir schon drüber gesprochen, das ist das Zeug, was du in Streifen schneiden kannst und dir Spaghetti draus machen, wenn du ganz verzweifelt bist. Die Wachstumsschicht des Baumes für das sekundäre Dickenwachstum. Das fressen sie besonders gerne, die rindenbewohnenden Larven, die der Fritz da eben auch gefunden hat. Und ja, wie gesagt, anhand des Fraßbildes, in welchem Muster die fressen, ob die jetzt solche Linien machen oder solche Linien, das spielt alles eine Rolle bei der Bestimmung. Wenn man das alles noch wüsste, dann könnte man ein bisschen einen Tipp abgeben. Aber jetzt so rein von der Optik her, müsste man da schon ein extremer Fachmann sein, um da was sagen zu können. Daher, da bin ich raus.
Aber trotzdem macht das Sinn, die zu verzehren, absolut. Ja, und insbesondere beim Insektenverzehr muss man ja mal beachten, die bunt sind, die sind schon mal gefährlich. Ja, gerade so ein richtiger Käfer, so ein großes Vieh, was potenziell dann auch ordentlich Nährstoffe liefert. Man muss vielleicht gleich mal am Anfang dazu sagen, so ein Insekt besteht zu sehr großen Anteilen aus Eiweiß, eine Spinne auch. Also potenziell sind die schon vom Nährwert her wirklich nicht übel. Im Gegenteil, die sind sogar sehr, sehr gut, eben gerade weil Eiweiß was ist, was in der Natur bei Notnahrung ziemlich schwer zu kriegen ist. Also da musst du entweder einen Jagderfolg für haben oder einen Angelerfolg, was ja auch irgendwo eine Form von Jagd ist, wenn man das jetzt so lapidar mal sagen darf. Oder halt eben, du gehst wirklich Sachen sammeln, die deutlich langsamer sind als du selbst, und das läuft dann meistens eben auf Spinnen, Insekten, sonstige Kriechviecher, irgendwie sowas in die Richtung hinaus. Ne? Großer Sammelbegriff, Arthropoden sind es meistens. Egal. Jedenfalls, die sind insbesondere dann interessant als Nahrungsquelle, wenn es sich eben um Larvenstadien handelt, die sich irgendwo versteckt haben. Warum ist das wichtig? Naja, machen wir uns klar, ein Käfer, der irgendwo offensichtlich draußen rumrennt, der ist für jeden ein gefundenes Fressen, der schneller ist als er. Und das sind sehr, 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 sehr viele. Das heißt, der hätte langfristig nicht überleben können, evolutionstechnisch und so weiter und so fort, wenn er nicht irgendeine Methode entwickelt hätte. Und obwohl er offensichtlich draußen rumrennt und offensichtlich lecker ausschaut, in Anführungszeichen, und Proteine eben enthält, der muss irgendeinen Verteidigungsmechanismus haben. Das kann zum Beispiel sein, er schmeckt ganz widerlich und hat irgendwelche Stoffe eben drin, dass jemand, der so einen Käfer mal gemampft hat, sich das merkt. Also ein Vogel, ein Fuchs, egal wer das gewesen sein kann, auch der Fritz, ne? dann isst man den nicht nochmal. Und das heißt, einer muss sich opfern, um alle anderen zu retten sozusagen, weil das ist eine einmalige Erfahrung. Das ist ein häufiges Phänomen. Teilweise haben sie noch irgendwelche Warnfarben drauf, also so irgendwelche roten Käfer, mit roten Punkten, mit irgendeinem Flammenmuster drauf und solchen Späßen. Da gibt es alle möglichen Varianten. Auch da sollte man lieber die Finger von lassen. Manchmal ist es nur eine Tarnung und das Ding wäre eigentlich essbar. Aber in vielen Fällen ist da halt schon auch irgendwas dahinter, was uns gar nicht gut bekommt, wenn man da drauf rumkaut. Käfer, also wirklich ein ausgewachsenes Insekt, immer schwierig, die sich nirgendwo verstecken. Hingegen welche, die sich wo verstecken, sprich eine Larve, die du erst aus dem Holz rauspulen musst, die ist ja per se schon dadurch geschützt, dass sie irgendwo wohnt, wo sie halt eben schön ab vom Schuss ist und muss damit eigentlich gar nicht damit rechnen, dass irgendwer kommt und sie fressen möchte und hat daher auch keinen weiteren Abwehrmechanismus als die Wahl ihres Lebensraums. Heißt, je größer der Aufwand, um eine Larve irgendwo rauszupulen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du die dann einfach so roh tatsächlich futtern kannst. Und ja, die haben halt wirklich einen ordentlichen Nährwert. Also sollte man davon 100 Gramm finden, dann sind das auch relativ viele Kalorien, die 100 Gramm von denen liefern. Na, sowas um die 250 kann das dann durchaus schon sein. Das ist für eine Naturnahrungsquelle wirklich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich üppig. Ja? Aber ja, find mal in Schweden 100 Gramm von denen. Da kam ja auch noch mal die Frage auf, hier gibt es überhaupt keine. Der Chris meint, auf seiner ganzen Insel gibt es keine. Der Fritz hat auch in irgendeiner Reaction gemeint, ich hätte da doch welche gefunden. Da hat er wahrscheinlich recht. Es ist wirklich eine Frage des Suchens und es sind halt nun mal wenige. Das hatte ich ja bereits in einem anderen Teil auch schon mal angesprochen. Das heißt aber nicht, dass gar keine da sind und man muss sich dann einfach wirklich Mühe geben, um die, die da sind, dann auch entsprechend ausfindig machen zu können. Ja, also das wäre wichtig. Oft eben irgendwelche Rindenbewohner, irgendwelche Totholzbewohner, die sind nicht mehr im ganz vermoderten Holz drin, die sind nicht im ganz frischen Holz drin, die sind vorzugsweise in dem dazwischen. Also was schon offensichtlich tot ist, was auch gerne mal am Boden liegt oder noch rumsteht, aber wo die Rinde noch dranhängt, damit eben auch diese Versteckmöglichkeit noch gegeben ist. Ist die Rinde runter, kann sich ja der entsprechende Rindenbewohner nicht mehr vor seinen Fraßfeinden, im Specht zum Beispiel, verstecken und hat dann auch keinen Sinn, da in so einer Region unterwegs zu sein, beziehungsweise in einem Lebensraum, der keinen Schutz bietet. Man muss beim Suchen von Insekten sich so ein bisschen hineinversetzen, wenn ich ein kleines, harmloses Würmchen in Anführungszeichen wäre. Und ich würde gerne irgendwelche nährstoffreichen Pflanzenteile fressen. Wo würde ich mich dann verstecken? Ja, und dann sind wir halt eben zum Beispiel bei unter der Rinde, wo der Fritz meines Wissens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eben auch seine Larven gefunden hat. Ja?
Wie gesagt, problemlos roh essbar, überhaupt kein Thema. Und das Schwarze, was drin war, ist tatsächlich zersetztes Holz, was die halt eben futtern. Das sieht man in vielen Fällen, wenn man Larvenstadien futtert, dass da eben das, wovon die leben, noch sichtbar im Darm drin ist. Die bestehen fast nur aus Darm, solche Larvenstadien. Und ja, das muss man dann halt einfach mitessen. Aber jetzt irgendwie halb zersetztes Holz zu futtern, das tut uns eigentlich nichts. Es sei denn, riesige Mengen. Ja, bei dem Kilo hast du dann halt hinterher Verstopfung. Meinetwegen auch bei 500 Gramm oder von mir aus auch schon sei 100 Gramm, keine Ahnung, aber jedenfalls nicht bei den paar Milligramm, die du dann durch den Verzehr von so ein paar Insekten irgendwie abbekommst. Ja. Also ich möchte nochmal klar machen, ist es ein realistisches Szenario, viele Insekten zu sammeln, um davon wirklich leben zu können? In Schweden? Nö. Im Dschungel? Durchaus. Ja. Also es hängt immer vom Ökosystem auch ab, in dem man sich befindet. Gut, so viel dazu. Dann die toten Bäume. Ja, also beim Fällen von toten Bäumen besteht ein super hohes Risiko, dass einem irgendwelche Teile davon auf den Kopf fliegen, weil man nämlich nie, oder sonst wohin fliegen, weil man halt nie wissen kann, wie stabil ist der Stamm da oben. Wenn man den grob anguckt und denkt, der sieht stabil aus und jetzt schmeißt er den um, selbst wenn du den Baum super korrekt fällst, hatten wir auch letztes Mal die Fallkerbe reinmachen und so weiter, also mit richtig professioneller Felltechnik in Anführungszeichen, mit einem Seil umziehen, ja, am besten mit einer Seilwinde oder sowas. Das ist für Totholz eine der sichersten Methoden, weil dann steht halt niemand hinten dran. Du machst da wirklich Seil dran fest, du machst auch schon eine Fellkerbe rein, aber beim eigentlichen Fallprozess bist du weit, weit weg und kannst dann die Winde eben zum Beispiel am Fahrzeug, das die Winde halt eben hat, auslösen und dann das Ding gefahrlos umziehen, weil der kann halt beim Fallen selber wirklich in Einzelteile zerbrechen, die irgendwo einschlagen und das oft eben noch im Bereich, wo man vorher noch gestanden sein kann. Ja, bis man es abbekommen hat und jetzt da nicht mehr steht, sondern da liegt. Ja. Dann merken wir uns einfach Totholzfällen. Wenn es unbedingt sein muss, wenn du wirklich zu nicht in der Lage bist, anderweitig Brennholz oder Holz für den Floßbau oder sonst wie zu finden. Was beim Chris noch ein relativ realistisches Szenario ist, weil der auf seiner Insel eben nur mal begrenzt nur Platz hat. Ja, dann jedenfalls super, super vorsichtig einfach dabei sein. Dann ein Nachtrag zur Sache mit der Holzkohle. Wer sich nicht mehr erinnert, man kann Holzkohle aus dem Lagerfeuer essen gegen Vergiftungen. Weil die Holzkohle, ganz einfach formuliert, die verklebt die Giftpartikelchen, die wir jetzt im Magen-Darm-Trakt drin haben, jetzt erstmal, wenn die Vergiftung beginnt zu wirken, dann ist meistens noch ein Großteil vom Gift eben im Magen-Darm-Trakt vorhanden. Wir merken erste Vergiftungssymptome und in dem Moment ziehen wir uns jetzt einen Haufen Holzkohle rein. So, und die kann sozusagen das Gift aussaugen und wird dann mit dem Gift wieder ausgeschieden. Dummerweise habe ich jetzt ein bisschen lapidar, flapsig gesagt, kannst du beliebig viel von futtern, das macht überhaupt nichts. Ja, ich bin halt einfach irgendwo davon ausgegangen, dass ein normaler, gesunder Mensch eh nicht in der Lage ist, viel davon zu futtern, weil dir wird da relativ schnell ziemlich schlecht werden, wenn du versuchst, gigantische Mengen von Holzkohle dir reinzupfeifen. Ja, da rebelliert der Körper dann schon irgendwann, weil das nichts ist, was du biologisch gesehen sinnvollerweise essen solltest. Du solltest sinnvollerweise essen Falafeldöner mit Pommes und Soße. Sowas in der Richtung. Aber bestimmt nicht ein halbes Feuer oder ein halbes runtergebranntes Feuer, eher nachdem es nicht mehr heiß ist, vorzugsweise. Ja, also klar, natürlich, das verklebt alle möglichen Partikelchen im Verdauungssystem, was einem ja eben das Leben retten kann bei einer Vergiftung. Aber ja, das gibt verdammt nochmal enorme Verstopfung, wenn man davon ganz viel futtert. Aber nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, dass man sich wirklich zwingt, jetzt gigantische Mengen davon zu mampfen, weil man so sich ein kleines bisschen unwohl fühlt. Beziehungsweise das wäre dann halt auch schon wieder, ja, okay, also wer das falsch verstanden hat, da bitte ich um Entschuldigung. Ich habe schon blöd formuliert, das gebe ich zu. Aber ja, da habe ich mir einfach nicht viel bei gedacht, dass das jetzt so interpretiert wird, dass du bei jedem kleinen Pups sofort Holzkohle in riesigen Mengen mampfen sollst, dass ich das gerade so empfohlen hätte, was sicherlich nicht der Fall ist. Ja, und dann nochmal der Hinweis, der auch häufig kam, das kann bei Leuten, die Medikamente nehmen, auch die Wirkung vom Medikament kaputt machen, weil das saugt eben nicht nur Gift
Kiste auf und macht sie inaktiv, sondern eben auch ja, Medikamente, die chemisch gesehen von dem Gift erstmal gar nicht zu unterscheiden sind. Also was Gifte aufsaugen kann, kann immer auch Medikamente aufsaugen. Das sind alles so, ja, von den chemischen Verbindungen her sind die, sehen die sich ziemlich ähnlich und Kohle wirkt auf beides, insbesondere Aktivkohle. Ne? Ist grundsätzlich aber immer so ein Thema. Hast du spezielle Bedürfnisse, dann musst du halt eben wissen, was deine speziellen Bedürfnisse sind, wie zum Beispiel du nimmst Medikament XY, du brauchst Blutverdünner oder im Gegenteil, du hast zu dünnes Blut und bist Bluter. Ist zum Beispiel bei meiner Frau so, wenn die sich schneidet, dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir da ein bisschen mehr als ein Pflaster draufkleben, sowas in die Richtung. Das muss man halt wissen und dann muss man halt, wenn jemand was für die Allgemeinheit sagt, und das tue ich im Regelfall, ich sage das so für den durchschnittsnormalen, gesunden Mensch, ohne irgendwelche speziellen Anforderungen, die andere Leute nicht haben, da muss man dann halt einfach für sich selber gucken. Weil, ich meine, wo kämen wir hin in einer Welt, wo man immer auf jede kleine Minderheit 100% Rücksicht nehmen muss? Grundsätzlich ist es ja super, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen, so war das nicht gemeint. Ja, aber im Sprachgebrauch zum Beispiel. Nimm mal an, geh mal da hin und guck dir das an. Dann sind gleich zwei Leute beleidigt, nämlich erstens der eine, der nicht gehen kann und der andere, der nicht gucken kann. Ha, so, das war mir auch nochmal ein wichtiges Anliegen, nachdem auch das in den Kommentaren ein bisschen durchgekaut worden ist. So, jetzt kommen wir aber zum Fabio. Der Fabio, hätte der vielleicht sogar die ganzen 7 Tage durchhalten können, wenn er dann beim Lagerbau noch ein bisschen cleverer Lager gebaut hätte. Tatsächlich war der Höhlenaufbau schon nicht so ganz optimal für den Wärmeerhalt. Also wenn man tatsächlich eine Steinwand hat, an die man sich lehnen kann, vor die man sich legen kann. Jetzt lag da dieser große Riesenstein in Fabios Höhle, also eigentlich am Meer, ne, Unterstand, rum. Und der hat sicherlich einiges schwierig gemacht und hinlegen ziemlich unmöglich gemacht, zumindest in einem bequemen Art und Weise, so dass er optimal vom Regen geschützt gewesen wäre. Jetzt gab es aber in den meisten Nächten ja keinen Regen und zumindest in den Nächten ohne Regen hätte man theoretisch was anwenden können und das wäre auch sehr sinnvoll gewesen, was man als Longfire bezeichnet. Das ist eine Technik, die insbesondere aus dem Trapperwesen kommt und da auch schon Verwendung gefunden hat. Das machen also die Leute, die in der Wildnis rumrennen, sei es Leute, die in der Wildnis, also Zivilisationsmenschen, die in der Wildnis rumrennen, gibt's. Ja? Ureinwohner, da will ich jetzt gar nicht von anfangen. Die haben ihre eigenen Methoden und brauchen das noch nicht mal wahrscheinlich. Aber die Trapper, also so die ersten Zivilisations-Ex-Europäer jetzt nach Amerika geschippert und jetzt neuerdings Amerikaner, die dann eben die amerikanische Wildnis urbar gemacht haben. Ein lachendes, ein weinendes Auge. Ein Trapper ist jedenfalls nicht unbedingt was, wenn man meiner Meinung nach groß nacheifern müsste. Aber egal, jedenfalls. Trotzdem, die haben bereits eben diese Longfire-Technik in Kombination mit irgendwelchen Felsüberhängen gerne mal angewendet. Und das funktioniert folgendermaßen. Du hast eine Möglichkeit, ja, also nehmen wir mal an, das hier wäre die Felswand und ich liege hier. Ne, mein Zeigefinger liegt jetzt hier. Ich liege also so unter meiner Felswand. So, und wo mache ich jetzt mein Feuer? Da. Ja, und dann strahlt mein Feuer nach oben Wärme ab, aber eben auch nach hier und die strahlt dann wieder runter auf mich selber. Und das ist eben dieses Prinzip, dass man dann auch Möglichkeit auch ein sehr langes Feuer macht, also quasi einen ganzen Baumstamm zum Beispiel spaltet, dann in die Mitte jede Menge Zunder packt und das dann anzündet und dann schwelt der so vor sich hin. Das ist dann ein sehr langsamer Verbrennungsprozess und das ist genau das, was wir haben wollen, weil das soll nach Möglichkeit die ganze Nacht funktionieren, ohne dass man da großartig nochmal Holz nachlegen muss. Jetzt hat der Fabio selbstverständlich kein Werkzeug, um da ganze Baumstämme zu fällen, außer er würde sich, wie das der Fritz ja dann auch später noch sehr schön demonstriert hat, in, ich weiß nicht mehr, welche Folge, welche Nummer trägt, das kriege ich nicht mehr zusammen, aber der Fritz hat ja wunderbar gezeigt, wie man mit Keilen Holz spalten kann. Hat man also ein Messer, mit dem man zumindest mal eine Initialkerbe ins Holz reinkriegt, die kann man ja auch schnitzen, die muss man ja nicht zwingend batonieren, wenn man wirklich nur eine dünne Klinge hat, und hat sich ein paar Keile geschnitzt. Man kann mit jedem noch so kleinen Messer Keile herstellen. Dann kann man mit den Keilen auch riesengroße Holzstücke durchaus spalten und auf dem Wege kann man dann auch mit einem vergleichsweise kleinen Messer, wie es der Fabio dabei hatte, so ein Longfire theoretisch herstellen.
Ich hoffe, ich denke dran, dann verlinke ich euch mal ein hervorragendes Video, wo dieses Longfire im Einsatz gezeigt wird von einem noch bärtigeren, noch etwas, schon noch ein Stückchen älteren Menschen als mir, der da im Walde in Alaska hockt und wunderbar schläft, dank seines Longfires und was man damit alles anstellen kann. Ne? Also das wäre so ein Thema. Das hatte auch der Fritz nochmal dann, schon wieder der Fritz, ja, schon wieder in einem Video, wo sein eigenes Seven vs. Wild selber nochmal kommentiert, auch darauf hingewiesen, dass der Fabio eben dann doch relativ weit weg vom Feuer lag. Gab ja mal diese eine Szene in der Nacht, in der dann eben auch das Notsignal gesendet wurde, also man diesen Cliffhanger hatte mit dem Tut, Tut, Tut vom Telefon, irgendjemand ruft an. In der Nacht gab es auch eine Szene, wo der Fabio ziemlich weit weg vom Feuer liegt und das Feuer ist quasi in seinem Fußbereich. Ne? Also hier ist das Feuer, hier liegt der Fabio, hier hinten ist die Felswand. Und dann kann das Feuer, das gegen die Felsrand reflektiert, zwar schon einen Teil auf den Fabio zurückschmeißen, aber viel weniger optimal, wie wenn der Fabio quasi zwischen Feuer und hier der Fabio zwischen Feuer und Felswand liegen würde. So, und das ist jetzt deswegen auch wichtig, weil der Fabio hat dann ja, als er dann sein Erste-Hilfe-Set aufgemacht hat, eine Rettungsdecke rausgenommen oder Wärmedecke, wie er sie so schön nennt. Wärmedecke würde ich sie nicht nennen, weil das ist sie schlicht und ergreifend irgendwo nicht. Rettungsdecke, Space Blanket in Englisch, Rettungsdecke ist immer so ein bisschen irreführend, der Begriff. Weil das Problem ist, man muss sich immer klar machen, was dieses Ding eigentlich tut. Ja? Hat jeder im Kfz-Verbandkasten. Ich wollte ursprünglich eine mitnehmen und mal kurz vorzeigen, aber bringt nichts. Wir wissen ja, wie die ausschaut. Die reflektiert durch ihre Beschichtung, also erstmal, was ist das? Das ist eine große Plastikfolie, die halt eben nochmal beschichtet ist mit eben zum Beispiel Alu. Ja, so irgendwie, ich weiß nicht, woraus das genau besteht, aber Alu ist sicherlich ein Bestandteil. Eine ganz, ganz dünne Schicht davon. Und diese Schicht, die reflektiert jetzt eben dadurch, dass sie halt nun mal ein hohes Reflexionsvermögen hat, egal für was. Für Licht, für Strahlung, für Wärmestrahlung insbesondere. Ja, die reflektiert davon relativ viel zurück dahin, von wo sie kommt. Damit das jetzt aber wirklich bolle warm wird, weil man kann dann oft lesen, reflektiert bis zu 90% der Körperwärme zurück. Das ist völliger Mumpitz, beziehungsweise das mag in irgendwelchen Laborgeschichten irgendwie funktionieren. Aber man muss sich klar machen, diese Reflexion, die ist dann groß, wenn auch die Wärmequelle groß ist. So, und wenn du jetzt jemanden, der gerade am Erfrieren ist oder am sehr, 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 sehr nah dran am Erfrieren und gerade eine echt kalte Nacht hat, irgendwie sowas, wenn du den jetzt in so eine Wärmedecke, in Anführungszeichen, einwickelst und der gibt aber kaum noch Wärme an die Umgebung ab, weil die Wärme ihm langsam knapp wird, dann kann das Ding auch nichts zurückreflektieren, weil da ist nichts da, was zurückreflektiert werden kann. Daher ist eine Rettungsdecke dahingehend wirklich eine blöde Idee, auch für einen Schwerverletzten, jetzt im Sinne von einem Kfz-Verbandkasten oder sonst irgendwie, dass man jetzt denkt, man kann den damit wunder was wie aufwärmen, wenn der schon gar nicht mehr in der Lage ist, eigene Körperwärme im großen Umfang zu produzieren, dann wird da auch nichts reflektiert. Ja? Also eine Rettungsdecke funktioniert andersrum. Dann hervorragend, wenn du zum Beispiel noch in der Lage bist, rumzulaufen. Ja? Und du läufst, sagen wir mal, du hast eine super kalte Nacht und hast keine Ausrüstung und hast vielleicht noch irgendwo eine Rettungsdecke her, weil du zufällig noch eine in der Tasche stecken hattest. So Leute gibt's. Und willst jetzt irgendwie die Nacht überleben, Feuer kannst du aus irgendwelchen Gründen nicht machen, weil schon zu dunkel, du kannst nicht Holz suchen im Dunkeln, Verletzungsrisiko wäre zu groß, du hast auch keine Lampe, du kannst nicht um Hilfe rufen, aus irgendwelchen Gründen, ist ja egal. Und nehmen wir jetzt also einfach mal an, du musst dich quasi mit dem Hilfsmittel der Klamotten, die du hast, und der Rettungsdecke warm halten. Jetzt ist eine super Idee mit der Rettungsdecke um den Schultern, also dich darin wirklich einwickeln und dann hin und her laufen. Weil wenn du dich bewegst, selbst wenn du ziemlich fertig bist und eigentlich schon ziemlich kühl, dir schon ziemlich kühl ist, Bewegung erzeugt nun mal Wärme. So, und wenn jetzt wirklich dein Körper wieder anfängt, eine ordentliche Menge Wärme zu produzieren und eine ordentliche Wärme abzugeben, dann kann auch plötzlich wieder eine vernünftige Menge von Wärme zu deinem Körper zurückreflektiert werden und jetzt macht so eine Rettungsdecke auf einmal Sinn.
kurz vorm Tod durch Erfrieren, ist die aber nahezu vollständig nutzlos. Dass dem Fabio also in seinem kühlen Zustand die Rettungsdecke nicht wirklich geholfen hat, klar. Also da war er schon, vermute ich jetzt einfach mal, ne? Rein blöde Spekulationen dabei gewesen zu sein, da war er wahrscheinlich schon zu sehr, zu kalt, in Anführungszeichen. Ja, er ist ja da ohne bleibende Schäden rausgekommen und wahrscheinlich auch noch viel, deutlich rechtzeitiger, als bevor er anfängt, zum Beispiel, dass die Extremitäten sehr, sehr kalt werden und nur noch der Körperkerntemperatur aufrechterhalten wird. Dann wird es nämlich wirklich lebensgefährlich, dann hast du auch eine richtige Unterkühlung, Hypothermie, wenn du dann hinterher dann gerettet wirst, abgeholt, was auch immer. Und dann wird es wirklich, wirklich gefährlich. Also da war er noch nicht, weil wenn du Hypothermie hast, dann läufst du auch nicht mehr vernünftig rum. Das ist nämlich das nächste Problem. Ja? Du musst merken, dass du am Erfrieren bist, bevor du am Erfrieren bist. Weil wenn du wirklich am Erfrieren bist, dann stehst du nicht mehr auf und bewegst dich, damit dir wieder warm wird. Dann bleibst du liegen und bildest dir ein, dass es warm wird, kriegst Halluzinationen, Warmvorstellungen, sonst wie. Und wenn dann niemand da ist, um dir zu helfen, dann bist du tot, weil alleine kommst du aus der Situation dann nicht mehr raus. Und nochmal, wenn es da kurz davor ist oder schon so weit, dann hilft dir so eine Rettungsdecke überhaupt nicht. So. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Ja eben, weil Rettungsdecke ist dann interessant, solange du noch ordentlich warm hast und du gerne präventiv möchtest, dass es auch so bleibt. Also jemand, der noch gesund ordentlich viel Wärme an die Umgebung abgibt, weil er noch ordentliche 37 Grad Körpertemperatur überall hat, der ist unter so einer Decke tatsächlich deutlich wärmer aufgehoben als ohne so eine Decke. Ja, da macht das dann schon wirklich auch einen Unterschied und außerdem ist die noch natürlich ganz hervorragend, wenn es darum geht, den Wind abzuhalten. Das ist eine Plastikfolie, die ist 100% winddicht und wenn Wind dein primäres Problem ist, dann kann zwischen ohne Decke und mit Decke gefühlte 15 Grad liegen, irgendwie Celsius. Also das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Die Rettungsdecken sind großartig. Das ist, wenn man bedenkt, wie klein und leicht die sind und wie einfach die mitzunehmen sind, ist das eines der wichtigsten Survival-Utensilien überhaupt. Also wenn ich mir mal irgendwelche Survival-Kits zusammenbaue, da ist eigentlich immer eine Rettungsdecke drin. Da wäre noch vorher eine Rettungsdecke drin, bevor da ein Messer drin ist. Einfach weil für den Winter bzw. für kalte Umgebung ist halt nun mal Wärmeerhalt so das Hauptproblem, das man so haben kann. Gut. Man kann übrigens auch, deswegen habe ich das auch eben mit der Felswand, ne, und dem Longfire und der Wärmereflexion, man kann so eine Decke auch entsprechend aufspannen, als wäre sie die Felswand. Also wie so ein Schrägdach und dann legst du dich da längs drunter und machst wieder vor dir den Longfire-Balken, wenn du eben Werkzeugmöglichkeiten, Kraft, Energie und Optionen hast, diesen dann auch herzustellen. Aber mal angenommen, das würde man hinkriegen, dann hätte man eben dadurch, dass man den Longfire-Balken dann da liegen hat und hinter sich die Rettungsdecke sogar noch einen viel wirksameren Wärmereflektor, der einem quasi die Wärme des Feuers wieder direkt auf den Körper projiziert, als das die Felswand tut. Weil die Felswand, die reflektiert längst nicht so gut wie so eine Rettungsdecke, selbst wenn die nicht mal einen Millimeter dick ist. Andererseits wiederum nochmal ein Thema zum Thema Felswand, machst du da ein ganz, ganz fettes Feuer und heizt dir sämtliche Felsen in deiner Umgebung mal so richtig auf, dass die echt warm werden, dann sind die das auch noch sehr, 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 sehr lange. Wer also da mit Felsen arbeiten kann und mit großen Steinen arbeiten kann und sich möglicherweise sogar auf den großen Stein, den der Fabio in seiner Höhle hat, drauflegt. Also erst ein Feuer drauf machen, eine ganze Weile, ein schön großes Feuer und dann ist der hinterher stundenlang warm, dieser Stein. Und Steine sind deswegen so unbequem und so kalt, in Anführungszeichen, weil die halt eben nun mal eine gute Wärmeleiteigenschaft haben. Und das heißt, die leiten auch wunderbar die Körperwärme von dir an den Stein weiter. Du willst aber warm bleiben und deine lächerliche Körpertemperatur reicht nicht aus, um den Stein auf wärmer als 37 Grad zu kriegen. Deswegen wird dir ein Stein immer Körperwärme entziehen, wenn du drauf liegst. Wenn du da hingegen eben ein paar hundert Grad heißes Feuer drauf machst, dann ist der Stein irgendwann auch so bolle heiß, dass du wahrscheinlich noch irgendwelche Unterlagen drauflegen musst, damit du dich überhaupt da drauflegen kannst. Also da gibt es Möglichkeiten. Ja? Also gerade mit solchen Höhlen, die man da zur Verfügung hat. Das ist natürlich aber alles
ist mir jetzt ganz wichtig zu betonen, rein theoretisch, ob man das dann vor Ort wirklich praktisch umsetzen kann, weil man gerade nicht dran denkt, weil man die Kraft nicht hat, weil man gerade ein bisschen neben der Kapp ist, wie man bei uns zu Hause sagt. Das kann alles passieren, insbesondere in entweder einer echten Survival-Situation oder eben auch unter Stress in dieser Seven vs. Wild-Situation. Weil das ist ja auch eine Herausforderung und da spielen auch durchaus Nervosität spielt da auch eine Rolle, wie wir eben beim Niklas gesehen haben, der dann, nachdem man ja später seine Zeit, nachdem er ausgeschieden war mit dem Baum, da hat er sich ja prima geschlagen hinterher. Ja, wirklich tipptopp. Also einer der Besten, würde ich jetzt sagen. So rein vom Klarkommen draußen, vom Generellen. Man merkt, dass der weiß, was er tut. Von dem her hat er sich ja wirklich ganz hervorragend geschlagen. Und die Sauna zum Schluss, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz, ganz coole Nummer gewesen, ja. Gut, also da kann man dann halt wirklich sehen, was Nervosität und ein Schnellschuss und ein, ich habe jetzt gerade nicht drüber nachgedacht, eben anstellen können. Und nochmal zum Fabio, also wirklich, ich gehe ja eh auf alle Teilnehmer nachher nochmal kurz ein, aber die Leistung ist großartig. Ja? Also das ist Gemecker auf extrem hohem Niveau und im Grunde sollte man sein lassen, aber ich wollte es halt trotzdem mal erklärt bzw. erzählt haben. So, was kommt denn als nächstes? Was habe ich hier noch auf dem... Ohne Schuhe durchs Wasser. Aber eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man Trekkingtouren macht, ja, und wenn man sich darauf vorbereitet und vielleicht sogar schon mal mit jemandem eine Testtour macht, der sich da bereits auskennt, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man unbeschadet ein Wasser durchqueren kann, wenn man das in der Wildnis irgendwann tun muss. Und auf vielen Touren muss man das irgendwann mal. Ja, gibt zwei Strategien, die da eben angewendet werden. Es gibt einmal die Ultraleichtwanderer-Variante. Die haben keine Ersatzschuhe dabei. Die latschen mit ihren Schuhen. Das sind dann meistens auch nur so knöchelhohe, so eine Mischung aus Sportschuh und Wanderschuh, Trailrunning-Schuhe sind es gerne mal, oder ein Hiking-Schuh oder was weiß ich. Jedenfalls mit den Dingern latschen die einfach durchs Wasser durch und sagen sich, naja, dann habe ich halt nasse Füße, die habe ich früher oder später sowieso, weil die haben auch keine Möglichkeit, sich wirksam vor Regen zu schützen. Wenn es also regnet oder die Vegetation nass ist, kriegen sie auch immer nasse Füße. Und die haben also das Thema, ich habe einen Großteil der Zeit nasse Füße, haben die einfach als gegeben, akzeptiert und laufen dann halt mit nassen Schuhen in der Gegend rum und dappen mit den Schuhen. Und dann eben entsprechend auch durch den Bach. Das geht auch schneller. So funktioniert es. Das kann man machen. Ist dann das Verletzungsrisiko groß? Nö, weil du hast was an den Füßen. Du hast sogar einen ziemlich massiven Schuh an den Füßen. Möglicherweise hast du noch Trekkingstöcke dabei. Dann kannst du die noch auch zusätzlich benutzen, um durch das Wasser durchzukommen. Und das Verletzungsrisiko ist so gering wie möglich. So, Variante Nummer 2, um safe durchs Wasser durchzukommen, besteht darin, dass du sehr wohl Ersatzschuhe dabei hast, nämlich Wadschuhe. Beim klassischen Trekking, so wie ich es gelernt habe, hat man tatsächlich noch ein extra Paar Wadschuhe dabei, die man auch gerne mal im Lager anziehen kann, wenn man mal aus den schweren Stiefeln rauskommen möchte, sofern man überhaupt schwere Stiefel anhat. Heutzutage muss man ja nicht mehr auf, wird ja nicht mehr unbedingt empfohlen, und je nachdem, wo man unterwegs ist, brauchst du auch keine super heftigen Trekkingstiefel, aber jetzt in super unwegsamen Gelände, wie zum Beispiel die Hochgebirge Skandinaviens, also das skandinavische Hochgebirge, so hoch ist es eigentlich nicht, aber dadurch, dass es da ohnehin schon kalt ist, ist ein kleines Gebirge vom Klima her genauso kalt wie ein großes Gebirge. Daher klimatisch gesehen ist es ein Hochgebirge, auch wenn es nicht sonderlich hoch ist. So, egal, jedenfalls, da ist so eine raue Landschaft und so ein felsiges Gelände, dass man da halt einfach die Knöchelprotektion braucht, die so ein fester Wanderstiefel bietet. Und mit dem, wenn der mal nass ist, kriegst du den nie wieder trocken. So einen leichten Schuh, wie ihn die Ultraleitler verwenden, den kriegst du irgendwann mal wieder trocken. Wenn tagelang gutes Wetter ist, dann kannst du dich freuen. Aber ein Wanderstiefel, wenn der mal richtig durchgeweicht ist, ist sehr, sehr schwer, ein schwerer Wanderstiefel, den wieder richtig trocken zu kriegen, das willst du nicht. Und drum hast du noch ein ganz leichtes Paar Wadschuhe. Und wenn es nur Flipflops sind, dabei, um wenigstens deine Fußsohle vor den möglicherweise scharfkantigen Steinen, wenn du durchs Wasser musst, zu schützen. Weil das siehst du nicht. Da gibt es Strömungen, die du nicht erahnen kannst. Im See ist noch vergleichsweise harmlos, aber durch den Bach ist das wirklich saumäßig gefährlich. Und man kann sich die komplette Tour ruinieren, indem man sich einfach einen Schnitt in der Fußsohle holt.
dann kannst du nach Hause fahren, weil damit läufst du nicht weiter. Und drum vielleicht eins der größten und gefährlichsten Risiken, die man eingehen kann im Outdoor-Bereich ist, es sei denn, man ist jetzt irgendwie Tarzan und läuft 365 Tage im Jahr barfuß, dann sieht die Welt nochmal ein bisschen anders aus, aber ansonsten ist es saugefährlich, ohne Schuhe ein Gewässer zu durchqueren. Ja? Also wirklich, wirklich saugefährlich mit den scharfkantigen Steinen, die du nicht sehen kannst. Und das hat der Chris ja auch ganz schnell bemerkt, nachdem er es versucht hat, dass das zu gefährlich ist und keinen Sinn ergibt. Genau so ist es. Das wollte ich einfach nur noch mal betonen, falls mal irgendjemand anders, derjenigen, die das jetzt sieht, sehen, mal auf die Idee kommen sollte, den Weg durchs Wasser lieber zu nehmen als den Weg über Land, weil man denkt, das sei einfacher. Das ist es nicht. Und vorher läufst du dreimal und nimmst jeweils einen Ast mit, bevor du versuchst, das da durchs Wasser treibend zu transportieren, ohne Schuhe. So, genau. Jetzt ist eben die Frage, warum sieht denn die Landschaft da bei Seven vs. Wild so aus, wie sie aussieht? Auch da werde ich versuchen, mich kurz zu fassen, damit das hier nicht ein Monster wird, von der Lauflänge her. Also, machen wir uns nochmal klar, Skandinavien ist recht weit nördlich, ne? Also komplett Skandinavien war dementsprechend, als es noch eine Eiszeit gab, die ist vor etwa 10.000 Jahren so richtig zu Ende gewesen. Vor 12.000 Jahren war dann so die Übergangsphase und vor 15.000 Jahren war noch richtig, richtig ordentlich Vereisung da. So, zu der Zeit war Skandinavien erheblich niedriger, also es gab da weniger hohe Berge, weil statt Bergen lag da ein Kilometer dicker Eispanzer eben entsprechend auf Skandinavien drauf. Wie viele Kilometer genau, schwer zu sagen, aber so 2, 3, 4 werden sicherlich gewesen sein an manchen Stellen. Und das ist natürlich eine Menge Wasser und das wiegt entsprechend auch ziemlich viel. Und dieses Gewicht war sogar so groß, dass es während den Eiszeiten die Kontinentalplatte, auf der eben Skandinavien liegt, oder den Teil der Kontinentalplatte, auf der Skandinavien liegt, in den Erdmantel reingedrückt hat. Die Erde ist ja im Inneren flüssig. Und wenn du jetzt was unglaublich Schweres auf den Boden draufsetzt, was da normalerweise nicht drauf ist, dann drückt das tatsächlich den Boden ein Stück weit in Richtung flüssigen Erdkern nach unten. Und das ist jetzt zwar nicht extrem viel, aber es spielt doch eine Rolle. Also Skandinavien jetzt, seit das Eis weg ist, das ist ja jetzt schon seit 10.000 Jahren, mindestens seit 10.000 Jahren weg, seitdem wachsen die Berge da immer noch, weil das jetzt elastisch bedingt, die runtergedrückte Erde in den Richtung Erdkern, die kommt jetzt langsam wieder hoch, die federt wieder hoch sozusagen. Für geologische Verhältnisse ist das auch ein sehr schneller Prozess, aber alle geologischen Prozesse sind nun mal super langsam, mal abgesehen von Vulkanausbrüchen. Das ist der eine schnelle, wenn man den überhaupt als geologischen Prozess verstehen möchte. Gut, ja, also das ist schon mal wichtig und diese riesige Menge Eis, die da jetzt drauf lag, die hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie halt eben nun mal gerne bergab fließt. Und je zentraler man in diesen Gletscherbereich kommt, desto höher wird der. Heißt, der fließt von der Mitte nach außen runter. Und nach außen ist entweder Meer oder halt ein riesiger Fluss, wo das dann reinbröckelt und dann durch den riesigen Fluss am Gletscher entlang dann doch auch wieder ins Meer transportiert wird. Oder nach Norden weg geht ja auch, ne? Abgesehen davon, dass da halt noch mehr Eis gewesen ist und da keinerlei Möglichkeit gewesen wäre, dass irgendwas wegfließt. Drum, eben auch weil so furchtbar viel Eis da gewesen ist, war die Massenbewegung des Eises sehr, sehr langsam, aber durch den extremen Druck von den vielen, vielen Kilometern Eis, die da auf der Landschaft gelegen haben, auch sehr, sehr stark. Und das heißt, wir finden, wenn wir im skandinavischen Gebirge unterwegs sind und auch im Vorbergland sozusagen, also gar nicht das Hochgebirge, sondern mehr so die Hügelgegend, da spielt auch Seven vs. Wild, das ist so die Vorhügelgegend in Anführungszeichen, vor dem richtigen Gebirge. Da ist alles total abgeschmirgelt vom Eis. Ja, also ihr müsst euch eine gigantische Masse Eis vorstellen, die sich ganz langsam über die Landschaft schiebt und das mit gigantischer Gewalt. Ist da so ein kleiner Hügel, das macht den platt. Ja? Ist da eine Mulde, das beißt sich in die Mulde rein, fließt durch die Mulde und gräbt dabei die Mulde noch tiefer aus. Macht also aus einer sehr, sehr schmalen, sehr, sehr
sehr, sehr flachen Mulde, eine richtig flache Mulde. Und dann sind wir auch bei der Entstehungsgeschichte von diesem See. Ja? Die meisten der Seen, die wir in Mittelschweden finden können, sind nämlich tatsächlich durch sowas entstanden, eben durch das Eis, was vom skandinavischen Gebirge, also Richtung Norwegen rüber, Grenze Schweden-Norwegen, da genau verläuft das Gebirge, kann man sich ganz gut merken, grob gesagt natürlich nur. Und von da sind halt eben die Gletscher runter, sind über Schweden hinweg und dann mehr oder weniger in die Ostsee, die es zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig gegeben hat, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Das ist, weil der Meeresspiegel lag deutlich tiefer als heute, weil wenn ein Großteil vom Wasser, das es auf dem Planeten gibt, eben in Form von Eis auf die Kontinente draufpackst, dann bleibt weniger Wasser übrig, was eigentlich im Ozean drin sein kann. Ergo sinkt der Meeresspiegel. Gut. Bei diesem Wanderungsprozess sind also jetzt diese Seen, die eine Geländemulde waren, ein bisschen weicherer Stein zum Beispiel, enorm weiter tief ausgegraben worden, mal wirklich tief, mal nur ein paar Meter, ist egal, reicht immer noch für einen See. Die sind in vielen Fällen sind die nur ein paar Meter tief, selbst am tiefsten Punkt. Aber ja, das Wasser kann nicht abfließen, weil durch die enormen Eismassen ist der Boden dieses Sees jetzt auch noch verdichtet worden. Wenn du da 3 Kilometer Eis drauf packst, dann wird das alles schön zusammengepresst und gibt eine wasserdichte Schicht. Und dadurch, wenn es drauf regnet, staut sich das Wasser. Und was haben wir dann nach einer Weile Regen? Ja, besagten See. So, jetzt muss man sich vorstellen, dass dieser Gletscher nicht als riesige Eiswand durch die Landschaft wandert, sondern in Zungen. Gletscherzunge sicherlich schon mal gehört. Ja, und die stoßen unterschiedlich schnell in die Landschaft vor. Und das bedeutet, dass wenn so eine Zunge jetzt quasi punktuell in die Landschaft vorstößt, und zum Beispiel so einen See ausgräbt, dann muss das Material, was dabei weggedrängt wird, ja irgendwo hin. Ja, das kann ja nicht verschwinden, das wird ja nicht in nichts aufgelöst. Nach unten geht nicht, weil da ist Boden, nach oben geht auch nicht, weil da ist Eis. Dann muss es also entweder vor dem Eis hergeschoben werden und jetzt ist diese Zunge ja spitz zulaufend, so wie so eine Art Keil, der sich durch die Landschaft schiebt. Und dann wird logischerweise ein Teil vom Material nicht nur vor dem Keil hergeschoben, sondern auch am Keil entlang, also zur Seite weggedrückt. So, und jetzt wissen wir, warum die Landschaft so furchtbar felsig ist, wo zum Beispiel der Fritz hockt, wo der Martin hockt, wo ein riesiger Felsen nach dem anderen ist und auch diese ganz, ganz großen Felsen, wie so zum Beispiel auch der Chris auf seiner Insel hat er irgendwann mal so einen riesengroßen Felsen gefunden auf der ganz anderen Seite und war da total begeistert von. Das nennt sich Findling. Ja, also all diese großen Felsen, meistens recht rechteckig, ziemlich kantig, viel zu schwer, um von irgendwas anderem als Eis bewegt zu werden, sind genau von dem bewegt worden, nämlich von der glazialen Vergangenheit von Skandinavien bzw. von Schweden, wurden also mit dem Eis irgendwo abgebrochen im Vorbeikommen, sind dann im Eis festgefroren und wurden dann durch die Bewegung des Eises irgendwann nach außen transportiert und sind dann da liegen geblieben. Oder alternativ, wenn es der allerletzte Gletschervorstoß gewesen ist, ist das Eis dann einfach irgendwann weggeschmolzen und der Stein ist dann halt eben liegen geblieben, weil das Eis gar nicht mehr da war, was ihn hätte transportieren können. Und drum haben wir eben in Schweden durch die vielen, vielen Vorstöße von Gletschern, die es halt eben da gegeben hat ins Mittelland rein, sage ich jetzt mal vorsichtig, eben häufig solche Randmoränenlandschaften. Gerade neben den Seen findet man eigentlich immer irgendeine Randmoräne und genau da spielt Seven vs. Wild in der Randmoräne und die Randmoräne ist eben insbesondere, wenn es mächtige Gletscher gewesen sind, durch sehr große Felsbrocken, die da irgendein Riese scheinbar hingelegt hat, gekennzeichnet. Ja. Dementsprechend ist auch die Landschaft ziemlich rau, dementsprechend kann der Boden auch gar nicht fruchtbar sein, weil der Boden ist erst 10.000 Jahre alt. Davor wurde sämtliches bisschen an altem Boden, den es vor 10.000 Jahren da schon gegeben haben mag, vom Eis einfach weggerissen und mittransportiert und mit in die Ostsee oder in die Nordsee oder wohin auch immer abtransportiert, jedenfalls weg. Ja? Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, die Böden sind jung, die Böden sind nährstoffarm, darum kann es auch nicht viele Tiere geben, die da von den wenigen Nährstoffen, die es gibt, leben können. Und drum findet Martin auch keinen Angelköder. Ich hoffe, das war nicht zu ausführlich, aber ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Gut, Rückblick meiner Prognose ist halt eben folgender. Das blende ich euch einfach mal ein. So einen kleinen Ausschnitt aus meinem Video von damals. Weiß gar nicht mehr von wann genau, aber das schreibe ich euch mal hin. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, so ganz schlecht war das gar nicht, so von der Prognose her. Ja?
zu meiner persönlichen Selbstbeweihräucherung, ehrlich gesagt, weil ich ein schlechter Mensch bin. Ja, dann hier an der Stelle ein kleiner Einspieler vom 8.7.21. Da hatte ich eben auch gesagt, welche 7 Gegenstände ich mitnehmen wollen würde. Nochmal kurz zusammengefasst, das waren Tarp, Schlafsack, Topf zum damaligen Zeitpunkt, ein Mückennetz und was zum Feuer machen. Und da ich dann der Meinung war, ja, die Challenges, keine Ahnung, was die Challenges sein werden, brauche ich unbedingt zum Überleben ein Messer? Nö, brauche ich nicht. Wenn ich 2 Bücher haben kann als Gegenstand 6 und 7, dann ist mir das lieber als ein Messer, weil ein Messer wäre im Grunde bloß zum Zeitvertreib, zum was schnitzen oder sowas super interessant gewesen. Und ja, was bauen kann man, aber muss man nicht, wenn man einen Tarp und einen Schlafsack haben kann. Das kriegt man auch aufgebaut, ohne ein Messer zu brauchen. Und das Feuer wäre dann eher mit Verbindung mit dem Topf zum Wasser abkochen interessant gewesen. Wie wir inzwischen wissen, ist der See ja sehr gut, was die Trinkwasserqualität angeht. Das heißt, das wäre jetzt auch nicht unbedingt erforderlich gewesen, aber das hat man vorher auf keinen Fall wissen können. So, und weil ich jetzt eben, wie gesagt, noch 2 Sachen übrig hatte, hätte ich mich für 2 Bücher entschieden zum Stand, als ich das aufgenommen habe, oder für 2 große Gläser Erdnussbutter. Letztere waren dann allerdings nicht erlaubt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann wären es wahrscheinlich jetzt Stand 8.7.21 tatsächlich die besagten 5 Sachen und 2 Bücher gewesen. Und es folgt die Begründung, weshalb ich das auch heute noch für durchaus sinnvoll halte, im Ausschnitt eben jetzt. Dann hätte ich gerne 2 sehr dicke Bücher, weil das nächste Problem neben der Tatsache, dass man da rumhockt und hungert, ist, dass man da rumhockt und sich zu Tode langweilt gefühlt. Ja? Es ist so eine Kleinigkeit, die vielleicht ein bisschen vergessen wird hin und wieder. Die Basis Bushcraft Survival Skills, sofern man eben noch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen darf, bestehen in Wasser finden, Lager bauen, ja, sich vor den Elementen schützen, sich warm halten, was durch die Tatsache, dass man einen Schlafsack mitnehmen darf, ziemlich einfach ausfällt, und man kriegt auch ordentlich Klamotten. Also Hauptproblem zum Überleben in so einer Situation besteht einfach darin, 7 Tage sich nicht zu Tode zu langweilen, weil verhungern kann man mich. Was ist mit Vitaminen übrigens und Mineralstoffen? Sind die nicht unglaublich wichtig und fehlen die einem nicht nach einer Woche? Tendenziell nee. Jeder Mensch, der aus einer normalen Ernährungssituation mit Vollversorgung, mit entsprechenden Mineralien und Vitaminen rauskommt, sollte damit eigentlich bzw. darauf eine Woche lang verzichten können, ohne nennenswerte physiologische Probleme zu bekommen. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht so das Thema. Insbesondere da Blaubeeren, und davon wird es mit Sicherheit eben zumindest ein paar geben, auch einen Haufen Vitamine enthalten, insbesondere auch welche, die man in vergleichsweise hohen Dosen benötigt. Also da Vitamine hat man daher. Oder alternativ eben tatsächlich dann doch Fisch fangen, sofern das funktioniert. Und über den Fisch kann man dann auch in sich mit den notwendigen und Blaubeeren, Fisch und Blaubeeren, beides zusammen, wäre dann durchaus in der Lage, einen mit so ziemlich allen notwendigen Mineralien und Vitaminen zu versorgen. Auch über einen längeren Zeitraum dann übrigens. Ja, also ich würde dann, wie gesagt, 2 Töpfe Erdnussbutter oder 2x Buch, einfach weil ist langweilig. Was sollst du denn da 7 Tage tun? Und genau das wollte ich gerade noch erzählen. Ebenso die Basisaufgaben des Bushcraft und Survivals bestehen im Shelter, in der Wasserversorgung sicherstellen. Das heißt, man muss immer mal wieder Feuerchen machen und sich sein Wässerchen abkochen. Fertig, ja. Wenn du Nahrung finden kannst, wenn du eine Chance hast, dir Nahrung zu besorgen, weil du noch ein Angelkit dabei hast und willens bist zu angeln, dann kannst du das natürlich auch noch einen Großteil deiner Zeit lang tun. Wenn du das nicht willst oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht kannst oder sonst wie, dann besteht der Rest deiner Zeit möglicherweise noch im Beeren sammeln, im Brennholz zusammentragen, und ansonsten bewegt man sich so wenig wie möglich. Aus 2 Gründen. Erstens Energie sparen, zweitens Verletzungsrisiko minimieren. Und je mehr man mit Holz rumhantiert und sich Holz klein macht und krasse Sachen baut, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt bei irgendwelchen Survival-Veranstaltungen.
Es ist extrem wichtig. Es ist vielleicht das Wichtigste überhaupt nach der Tatsache, dass man sich halt irgendwie ernähren muss, ist es aufzupassen, dass man sich verflucht nochmal nicht verletzt. Weil wenn du dich verletzt draußen ohne großartige ärztliche Versorgung, dann kann dich das umbringen. Dementsprechend daran kann man sich das wirklich ganz gut merken, dass es einfach völlig bekloppt ist in einer Situation, in der man sich überhaupt nicht leisten kann, verletzt zu werden, unnötige Risiken durch Dinge einzugehen, die ein Verletzungsrisiko mit sich bringen, aber einem nicht wirklich weiterhelfen. Erst wenn dann psychentechnisch, so sagen wir mal, okay, ich drehe jetzt gleich durch, wenn ich nicht was zu tun kriege, das Bedürfnis nach etwas zu tun so stark wird, dass es wichtig ist, dass man was tut, weil man sonst geistig durchdreht, dann mag es auch das Verletzungsrisiko wert sein, was damit einhergeht. Und das hängt natürlich immer vom jeweiligen Individuum ab, wie man da jeweils vorgehen möchte oder auch nicht vorgehen möchte und so weiter und so fort. Ja. So, abgesehen davon, dass wenn diese Challenges nicht wären, ja, da gibt es ja noch Challenges, ja, und für die wäre es vielleicht noch interessant, doch noch andere Ausrüstung als Bücher dabei zu haben, aber wenn diese Challenges nicht wären, wäre es das an dieser Stelle. Wie überlebt man 7 Tage in Schweden an einem See, wenn man einen Unterschlupf hat und einen Schlafsack und Feuer machen kann, um Wasser abzukochen? Danach ist nur noch wichtig, man besorgt Feuerholz, man guckt, dass man immer genügend Wasser hat und ansonsten wartet man 7 Tage ab und quält sich damit, dass man halt nichts zu fressen hat. Das ist nicht lustig und langweilt sich, das ist auch nicht lustig. Und dann sind die 7 Tage rum und dann hat man die Challenge gegebenenfalls gewonnen. Wenn man nicht, und das ist jetzt der springende Punkt, weshalb ich mir diese Challenge auch nicht zutraue, zwischendrin beschließt, boah, das ist scheiße, ich gehe wieder nach Hause. Ja, also und wahrscheinlich würde mir das eben passieren, weil ich entweder zu gelangweilt oder zu hungrig bin und nicht einsehe, wozu ich jetzt eine Woche hungern soll, wo es doch Pizza gibt. Ja. Also daher jetzt nochmal, meine Prognose damals war halt plus minus, dass man eben auch ganz gut überleben kann, ohne viel zu tun, indem man einfach nur da hockt und 7 Tage abwartet und genug trinkt und guckt, dass man warm bleibt, was mit einem fetten Schlafsack kein großes Problem sein sollte. Und damit sind wir jetzt bei den einzelnen Teilnehmern, über die ich nochmal sprechen wollte und deren Leistung so ein kleines bisschen ganz arroganterweise einordnen, obwohl ich nicht dabei war und es nicht besser gekonnt hätte unter Umständen. Und dass kein Mensch genau sagen kann, dass das besser gekonnt hätte. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass uns das allen klar ist. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich halt es kann. nämlich fangen wir an beim Chris. Der ist ja genau das Beispiel. Wahrscheinlich hätte ich so mehr oder weniger eine Kombi aus dem Chris und vielleicht dem Martin gemacht. Ja, also so ein Nichtstuender, der allerdings schon weiß, was er tut, wenn er was tun würde, aber nichts tut, weil aus Prinzip nicht. So in die Richtung wäre wahrscheinlich bei mir gewesen. Wäre das langweilig für den Zuschauer? Definitiv. Ja, vielleicht hätte ich aus Langeweile dann auch irgendwann mal angefangen, in die Kamera sämtliche botanischen Informationen zu allem Grünzeug, was da so rumsteht, zu erzählen. Okay, ja, aber rein aus Langeweile. Oder jetzt hier irgendwie 3 Stunden zu einem Stein, der da rumliegt, zu referieren und so ein Zeug. Ja, aber wirklich Sinnvolles im Sinne von anstrengend, im Sinne von spannend, was bauen, was konstruieren, irgendwelche Hilfsmittel, zusätzliche Werkzeuge herstellen, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Und nach 3 Tagen spätestens wäre ich eh nach Hause, weil ich eine Pizza haben will. Nochmal, also das ist ganz, ganz wichtig, wenn sich jetzt irgendjemand hier von mir beleidigt oder bedroht oder sonst irgendwas fühlt, ist nicht böse gemeint. Ich hätte es nicht durchgehalten. Einfach das Hunger haben, das wäre so bei mir das der große Knackpunkt gewesen. Einsamkeit gar nicht. Einsamkeit mag ich auch 14 Tage. Keine Menschenseele 14 Tage gesehen, auch kein Handyempfang 14 Tage lang. Völlig egal. Das macht Spaß, das ist Urlaub. Ja? Also es gibt so Menschen, mich zum Beispiel, das war der Martin, glaube ich, der meint, wer sagt, das sei einfach, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. So rum war's. Genau, das war der Martin. Ja, lieber Martin, das ist einfach, wenn du halt einfach vom Charakter her das genaue Gegenteil von dir bist und mit Einsamkeit überhaupt keine Schwierigkeiten, beziehungsweise was heißt Einsamkeit?
Abwesenheit von anderen Leuten. Die sind ja dann daheim immer noch verfügbar. Das ist ja nicht so, dass die aus deinem Leben verschwunden sind und nie wieder auftauchen werden, sondern du machst lediglich jetzt 14 Tage mal Zivilisationsurlaub und bist 14 Tage mit der Natur und dir selbst unterwegs. Ich persönlich finde das total erholsam. Bei mir ist aber wirklich auch die Grenze so 14 Tage und dann möchte ich auch gerne auch mal wieder jemanden wiedersehen, den ich gern habe. Und zugegeben habe ich das auch noch nicht mehr gemacht, seit ich verheiratet bin. Vielleicht wird es mir mit meiner Frau im Hinterkopf jetzt durchaus auch ein bisschen schwieriger fallen als früher. Ja, das mag sein, aber ein Riesenproblem wäre es immer noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da wirklich drunter leiden würde. Aber das ist halt einfach so eine Typfrage, das hatte ich auch bei meinem allerersten Kommentar gesagt, dass das einfach so sehr, so wahnsinnig davon abhängt, was du einfach für ein Typ bist, so vom Ding her. Ne? Ja. Und das bringt uns dann halt wieder zurück, jetzt erstmal nochmal kurz zum Chris. Was hat er machen müssen, um da 7 Tage durchzuhalten? Ja, im Grunde eben nicht viel. Hätte es jetzt mehr geregnet, wäre wahrscheinlich sein Dach, sein etwas undichtes Dach ihm zum Verhängnis geworden. Hätte er sich irgendwie was einfallen müssen, um das dicht zu kriegen? Wenn nicht, langfristig mit einem nassen Schlafsack, könnte ich mir vorstellen, dass er sich dann wahrscheinlich auch hätte abholen lassen, nachvollziehbarerweise. Ja, aber offenbar muss man eben nicht viel essen, muss nicht irgendwelche lustigen Projektchen machen und so weiter, um da 7 Tage durchzuhalten. Und mit der Einsamkeit ist der Chris ja offensichtlich auch einigermaßen gut zurechtgekommen, bis hin zu ziemlich gut. Habe bei ihm jetzt wenig Gejammer gehört, außer eben das, wo er selbst gesagt hat, in der ersten Nacht hat er das nicht aufgenommen, weil er da ziemlich stark am Fluchen gewesen ist. Davon ab gesehen, hat er sich ja mental sehr, sehr gut geschlagen, ohne größere Wahnsinnsanfälle, und dass er dann völlig unsinnig Arbeit in das Floß gesteckt hat für Sachen, die das in keinster Weise besser machen. Wenn er Spaß dran hat und Beschäftigungstherapie haben möchte, dann kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Beschäftigungstherapie muss dann halt irgendwann mal sein. Der hat sich ja davor schon gefühlte 5 Tage nur gelangweilt. Ja? Aber grundsätzlich eben die Leistung vom Chris. Das funktioniert, das ist halt effizient. Ziel, 7 Tage da durchhalten. Was musst du dafür tun? 7 Tage da rumsitzen. Wenn du es schaffst, ohne wahnsinnig zu werden und mit dem Nahrungsmangel klarkommst, hast du dein Ziel erreicht mit dem geringstmöglichen Aufwand. Das nennt man Effizienz. Also eigentlich echt nicht schlecht, ne? Mal abgesehen von der Baumfällerei, das kann ich nicht mit angucken, aber gut. Ja, dann hatten wir den Martin, hatten wir ja schon angesprochen. Outdoor-Skill hat er ja, gar keine Frage. Das steht völlig natürlich, das kann der alles, gar keine Frage. Ja? Und er hat ja auch bewiesen, er kann auch Fische fangen. Wahrscheinlich hat er einfach wirklich nicht, das meinte ja auch der Fritz, der ja immer Viecher gefunden hat, wenn er Viecher finden wollte und dann bloß kein Angelzeug mehr hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, also es wäre aus naturwissenschaftlicher Sicht extrem unwahrscheinlich, dass die Ecke, wo der Martin war, wirklich 0 Viecher gehabt hat und die Ecke, wo der Fritz gewesen ist, viel mehr Viecher. Das wäre allenfalls noch mit Nordhang, Südhang vielleicht so ein kleines bisschen erklärbar, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Nehmen wir mal an, der Fritz sei am Südhang gewesen, das heißt ein Hang, der zeigt nach Süden. Sonne steht im Norden. Die Sonne steht im Zenit natürlich immer im Süden, sofern man sich auf der Nordhalbkugel befindet. Sorry für den Versprecher. Und knallt dann im rechten Winkel auf unseren nach Süden zeigenden Hang und hat damit die größtmöglichste Kraft, um den Boden da zu erwärmen. Andersrum, ein Hang, der nach Norden zeigt, Sonne steht im Süden, der ist dauerhaft im Schatten. Und dadurch ist er einfach immer viel kälter als ein Südhang, wärmt sich nie besonders stark in der Sonne auf, und das ist dann auch ein Hindernis für sämtliche Kleinstlebewesen, deren Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur abhängig ist. Die können sich umso schneller entwickeln, je höher die Außentemperatur, und die bleibt an einem Nordhang deutlich kleiner, und dann wäre an einem Südhang halt doch deutlich mehr zu finden als an einem Nordhang. Sollte das so sein, ich weiß nicht, wo die exakt gewesen sind, dann hätten wir tatsächlich eine naturwissenschaftliche Erklärung, dass bei Martin wirklich viel weniger Viecher unterwegs sind als beim Fritz. Wenn das nicht so ist, dann kann ich es mir nur mit fehlender Lust am Suchen sozusagen erklären, dass der Martin meint, hier gibt es überhaupt nichts, hier ist gar nichts. So in die Richtung. Ne? Gut. Das Gejammer ging mir ein kleines bisschen auf den Keks. Ja, ich
Ich finde nicht, dass man, wenn man schon an so einem Projekt teilnimmt, da dann am Projekt selber rumjammern sollte. Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Das hat mich ein kleines bisschen genervt. Ja, aber Leistung definitiv problemlos, ne? Absolut nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ganz clevere Herangehensweise auch bei der Wahl der 7 Gegenstände, auch das mit dem Bankbau und auf den See rausgucken, da sehe ich mich auch sehr gut wieder, kann ich mich sehr gut wiederfinden. Auf den See rausgucken ist einfach toll, das kannst du am Tag mal nach 10 Stunden machen, das funktioniert tatsächlich und ja, nö. Das ist das Einzige, was ich als Zahnarzt zu Madi noch zu sagen hätte. Von der Auswahl der 7 Gegenstände her hätte ich das auch ungefähr so in die Richtung sicherlich auch gemacht. Habe ich auch schon gesagt, das mit dem Wasserfilter fand ich prima. Tipptopp, ne? Nichts auszusetzen. Gut, spaßeshalber, Fabio. Fabio, mal von eben auch erwähnten Zeug, dass er möglicherweise hätten machen können, um sich eben länger warm zu halten. Einfach irre, was du mit Dickschädel alles erreichen kannst. Das habe ich auch so ein paar Mal erlebt, auch bei anderen Leuten, die eigentlich nichts können außer Dickschädel. Aber Dickschädel zieht sie dann halt durch jedes beliebige Schlamassel durch. Einfach der Durchhaltewille, das Durchhaltevermögen bei miserabelsten Bedingungen, bei kalt, bei nass, bei nichts zu trinken, bei sonst wie. Aber ich will das durchziehen! Und dann zieht man es auch durch. Das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir uns die großen Expeditionen der Menschheitsgeschichte mal so anschauen. Sowas wie Südpol-Expedition und so ein Zeug. Da musst du halt einfach einen verdammten Dickschädel haben, das durchzuziehen und dich da durchzuprügeln. Und es wird auch oft empfohlen für solche Unterfangen, gerade irgendwelche Arktisquerungen und solche Späße, irgendwelches, ja, mentales Training vorher zu machen, dass du dann eben auch diesen Willen, immer einen Fuß vor den anderen zu setzen und jeden Tag weiterzulaufen, auch wenn gerade bei Arktisquerungen die Landschaft jeden Tag turzpiep gleich aussieht. Es ist einfach ein riesiges Schneefeld, am Ende Horizont, am anderen Ende auch Horizont, zu allen Seiten Horizont und du musst grob in die richtige Richtung, du musst wissen, welche das ist. Und das war's, mehr hast du nicht zu tun. Du setzt einen Fuß vor den anderen, zwischendurch navigieren, dann wieder einen Fuß vor den anderen setzen und so weiter. Das kann, abgesehen davon, dass man natürlich eine gewisse Grundfitness, also eine erhöhte Grundfitness selbstverständlich braucht, könnte das ansonsten jeder sportlich begabte, kräftige Mensch. Den Willen, das durchzuziehen, das haben nur ganz, 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 ganz wenige. Und das ist wirklich, da bin ich aber nicht der Einzige, der das sagt, das kannst du auch überall in den Kommentaren lesen, wirklich die Leistung von Fabio, die man ihm wirklich nur mit großem Respekt sehr hoch anrechnen kann, dass der einfach da einen eisernen Durchhaltewillen gezeigt hat und sich am Schluss ja quasi selbst überreden musste, dass es vielleicht doch besser wäre, an dieser Stelle auszusteigen. Auch mit dem Argument, er hat Kinder zu Hause und Frau und will sich da jetzt hier nicht unnötig für letztendlich Spiel und Spaß irgendwo nicht unnötig in gesundheitliche Gefahren begeben, was ja vollkommen richtig und absolut nachvollziehbar ist. Ja, und was er sich in kurzer Zeit angelesen hat an Wissen, also was ja so Survival-Wissen und so weiter, was er auch gezeigt hat, was er auch erklärt hat für die Kamera, für die anderen Leute, da hat er mehr gemacht als alle anderen, würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht unbedingt als der Fritz, aber ansonsten mindestens, also mit Fritz auf Platz 1, würde ich sagen, ist da schon der Fabio was eben auch mal was zeigen, was erklären, Skills und so weiter und so fort, vorführen angeht, ist er ganz vorne dabei. Also einfach nur großen Respekt, Sieger der Herzen, definitiv. Ja. Also dem möchte ich mich anschließen. Aus meiner Sicht schon extrem tolle Leistung. Und gerade eben auch herausragend und hat Seven vs. Wild, solange der Fabio noch dabei war, für mich auch erheblich spannender gemacht, als er dann weg war. Naturgemäß ist er dann halt weg, wenn er weg ist. Ja, das gehört ja auch dazu, dass man sich an die eigenen Regeln hält. Und selbst wenn die Qualität in Anführungszeichen der Serie dann leidet, wenn halt dann schon welche ausgeschieden sind, bei denen man gerne gewusst hätte, was sie noch so gemacht hätten, wenn sie nicht ausgeschieden wären. Ja, das wäre dann vielleicht interessanter, aber dann wäre es halt eben auch nicht regelkonform, beziehungsweise dann wäre es halt ohne Konsequenzen, wenn du ausscheidest. Und so gesehen finde ich schon richtig, aber dazu sage ich dann nachher noch ein paar Worte. Hatte ich den Dave schon erwähnt. Beim Dave muss man natürlich sagen, der war ja schnell wieder weg,
Aber man muss auch fairerweise sagen, für einen Anfänger hat er auch ein paar Sachen hingekriegt in der kurzen Zeit, die er da gewesen ist. Zum Beispiel hat er ein Feuer angekriegt bei schlechtem Wetter. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja, also das ist schon nicht ohne. Ja, außerdem hat er sich ein Pilzsüppchen kochen können. Auch das musste er erstmal hinkriegen bei schlechtem Wetter und so weiter. Er hat korrekt auch einen Steinpilz erkannt. Er hat sich jetzt nicht gerade einen einwandfreien rausgesucht, auch wenn er sagt, er sei einwandfrei. Nein, der ist schon ziemlich gammelig, aber gut, ne? Ich habe mich ja vorher nicht getraut zu sagen, dass es wirklich ein Steinpilz ist. Inzwischen haben genügend Leute, die es beurteilen können, gesagt, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wirklich ein Steinpilz ist. Hatte ich auch gedacht, aber bei Pilzen halte ich einfach sicherheitshalber die Klappe. Nachher ist es falsch und dann da will ich einfach keinerlei Risiken eingehen. Ich bin da nicht gut genug in der Pilzbestimmung. Ich werde besser, aber immer noch nicht gut genug, dass man das per Ferndiagnose, darf man ohnehin nie machen, niemals Pilzferndiagnose ohne in der Hand gehabt zu haben und wirklich live angeguckt zu haben vor Ort, kann man niemals mit Sicherheit sagen, ob ein Pilz der Pilz ist, der so sein scheint. Ja, egal, jedenfalls insgesamt alles auch wirklich Sachen gezeigt, dass er weiß, was er tut. Auch die Sache mit dem Wasser, dass er grundsätzlich weiß, dass das ein bisschen schwierig sein kann, das jetzt so zu trinken. Er macht es jetzt trotzdem. Hat ja bei den meisten anderen, ja Quatsch, bei allen anderen hat das ja eigentlich funktioniert. Letztendlich wird es dann wahrscheinlich schon eine sehr gute Wasserqualität gewesen sein, wenn die Stichprobe von 7 Leuten, die es getrunken haben, ohne es aufzubereiten, alle ohne größere Schwierigkeiten davongekommen sind. Wobei Martin hat es immer gefiltert, vermutlich. Sonst hätte er den Filter nicht dabei gehabt. Also da wissen wir es nicht, ob es bei Martin vielleicht für Probleme gesorgt hätte, wenn er es nicht gefiltert hätte. Das kann man niemals vorher wissen. Dass es jetzt so war, Glück gehabt für alle Beteiligten. Ja? Und ja, dass es dann halt beim Dave eben an Gesundheitszustand gescheitert ist, dafür, das kann passieren, klar, ne? Dass du dann da nicht eben, dass du dann eher in Panik gerätst, sage ich jetzt mal, und dann mal eben anrufst, als wenn es dir gut geht und dass du dann vielleicht ein bisschen empfindlicher bist, auch mental, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, also da will ich mich überhaupt auch gar nicht drüber lustig machen, in keinster Weise. Das bisschen, was er gezeigt hat, bevor er weg war, war durchaus vielversprechend, gerade für einen Anfänger. Hätte mich sehr, sehr interessiert, was er noch so gemacht hätte, wenn er da nicht gleich weg gewesen wäre. So gesehen schade. Ja, aber halt knallhart die Regeln befolgt und das alles durchgezogen bei Seven vs. Wild. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Wenn sie ausscheiden, sind sie ausgeschieden, dann sind sie halt weg. Das finde ich schon. Ich hätte es mir manchmal ein bisschen nachlässiger ja gewünscht, ja, einfach damit die Leute noch da sind und weiter Material produzieren und nicht nur auf den Chris, der von Pommes träumt, hinausläuft, was sympathisch ist, aber halt nicht besonders spannend. Ja, oder den Fritz, der auch von Pommes träumt oder alle anderen, die von Pommes träumen, nicht, dass Pommes nicht toll werden, ne? Wen müssen wir denn jetzt noch? Jetzt den Niklas. Der Niklas, ja, die Sache mit dem Baum, das hat man ja schon gesagt, Totholzfällen, saugefährlich, kann schief gehen, kann in der Realität eben, also in der richtigen Realität, ohne irgendwelche Rettungsteams oder sonst was im Hintergrund, kann es sogar so schief gehen, dass du dann halt tot bist. Und selbst wenn du, wie ja der Niklas dann auch gezeigt hat, selbst wenn du wirklich weißt, was du draußen tust, ja, und weißt, wie du da klarkommst, und der hat ja überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, hinterher dann in seine 6, fast 7 Tage irgendwie durchzukriegen, bis auf diese letzte Nacht, hat er ja überhaupt keine Schwierigkeiten gezeigt. Und mit seiner Pilzpfanne der Einzige, der in der Lage war, mal wirklich Pilze so weit zu identifizieren, dass er damit auch was anfangen konnte, auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber ein umso schöneres Beispiel dafür, dass ein kleiner Unfall, egal was du sonst so drauf hast, einmal nicht aufgepasst und du bist raus. Das ist halt eben nun mal tatsächlich dann die Natur. Die ist mitleidlos sozusagen. Machst du einen dummen Fehler, war es möglicherweise dein letzter. Vielleicht hast du noch mal Glück gehabt. Wenn nicht, kannst du noch so tolle Fähigkeiten haben. Einmal Pech und du bist raus. Muss man so klar sagen. Deshalb jedes Mal, wenn du ein Werkzeug in die Hand nimmst, ist es immer ein Risiko. Jedes Mal, wenn du irgendwas machst, bei dem irgendwas schief gehen könnte, ist es immer ein Risiko. Und man muss sich für ein langfristiges Leben ohne Sicherheitssystem, also ohne Krankenversicherung, ohne Krankenhaus, ohne Arzt etc. pp., wenn man wirklich so leben wollen würde oder so leben müsste, muss man sich wirklich bei jedem Handgriff, wenn man das langfristig überleben will, Gedanken machen, was tue ich hier jetzt gerade? Konzentration 24/7 auf das, was man gerade tut. Es sei denn, man tut irgendwas völlig Harmloses. Ja?
Und man muss auch, sollte meiner Meinung nach zumindest, auch wirklich die Überlegung haben, beziehungsweise die Abwägung machen, wenn ich jetzt ein Werkzeug verwende, um XY zu tun, ist das ein Risiko, dass dabei was schief geht? Ist das Ergebnis, was ich hinterher bekommen möchte, das Risiko überhaupt wert? Diese Risikoabschätzung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ansonsten zur Pilzpfanne nochmal schnell. Haben Pilze viele Kalorien? Nö. Hat der Niklas nennenswert weniger abgenommen als die anderen, die recht lange dabei gewesen sind? Nö. Woran liegt das? Ja, Pilze haben eben nun mal nicht viele Kalorien. Ich vermute, dass der Niklas der Teilnehmer gewesen ist, der rein mengenmäßig, so rein von Biomasse her, am meisten Zeug zu sich genommen hat. Der hat, glaube ich, am meisten gegessen. Insbesondere eben diese ganzen Pilzpfannen dreimal am Tag. Da kam ja schon Material zusammen. Das waren ja schon recht große Pilze zum Teil, die er sich da gemacht hat für seine Pilzpfanne. Trotzdem auch massiv Gewicht verloren. Pilze haben halt eben auch einfach sowas um die 20 bis 30 bis 40 Kalorien. Die allermeisten, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die haben ein klein wenig mehr. Aber es ist für den Pilz nicht attraktiv, besonders kalorienreich zu sein, damit jeder kommt und dich futtert. Davon hast du nichts. Das hilft nicht bei der Verbreitung der Sporen. Der Pilz ist dann einfach kaputt, beziehungsweise der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz steckt im Boden, im Holz, im Kadaver, wo auch immer. Das ist ja immer nur der Fruchtkörper, was wir da abschneiden. Und das eigentliche Myzel bleibt dann im Substrat, um es mal auf schlau zu sagen. Nichtsdestotrotz ist einfach schön, dass einer gezeigt hat, dass es auch mit den Pilzen geht, gerade bei dem enormen Pilzreichtum, den es da gegeben hat, um diesen Serum da auch wirklich große Mengen Pilz zusammenzukriegen. Und bei so großen Mengen Pilz, wie da jetzt rumstanden und wie der Niklas dann auch genutzt hat, muss man auch mal in Frage stellen, die generelle Regel, die du in vielen Survival-Büchern, die ich normalerweise auch so empfehle, findest, dass Pilze eigentlich kein Survival-Food in Anführungszeichen sind, weil das Risiko, den Falschen zu erwischen, nicht den Nutzen durch die paar Kalorien, die die bringen, wert ist. Es sei denn, du bist wirklich ausgewiesener Super-Pilzkenner und machst da niemals einen Fehler. Dann magst du vielleicht Pilze futtern, aber sonst würde ich es einfach nach wie vor nicht riskieren wollen. Selbst wenn ich dreimal so viel über Pilze wüsste, wie ich weiß, ich würde ähnlich wie Martin oder Fritz zum Beispiel, also Martin hat am Schluss dann doch nochmal eingegessen, aber da würde ich einfach das Risiko nicht eingehen wollen, dass das dann halt doch falsch ist. Weil man kommt 7 Tage auch, wie gesagt, ganz ohne was zu mampfen, klar. Und dann, ja. Ne? Aber ansonsten, super Leistung, ja, absolut, gar keine Frage, keine Probleme gehabt, tipptopp. Gut, wen haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch, habe ich jetzt irgendwen sträflich total vernachlässigt? Fabio haben wir gesagt, Martin haben wir gesagt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der Fritz selber. Der hatte nach eigenen Aussagen ja auch seine schwachen Momente, auch was die Einsamkeit und die Isolation angeht, dann was den Hunger angeht, letzteres kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und ansonsten hatte er halt keine Probleme und hat halt auch die Challenges ziemlich ernst genommen, wie man merkt, und dann auch eben entsprechend viele Punkte geholt, auch gerade durch die, ich weiß, welche Ausrüstung ich bisher gebraucht habe, beziehungsweise ich weiß, ich komme jetzt hier notfalls, wenn es nochmal regnet, dadurch, dass ich einen Unterstand gefunden habe, was ich ja jetzt auch weiß, anders als wenn ich mit 7 Gegenständen anreise, einen Tarp habe und sollte ich keinen natürlichen Unterstand finden, könnte ich meinen Tarp benutzen. Ne? Dann kannst du hinterher logischerweise, wenn du merkst, okay, ich habe aber einen natürlichen Unterschlupf und brauche meinen Tarp nicht, dann kann man es logischerweise auch abgeben, beziehungsweise darauf verzichten. Und das galt dann ja auch offensichtlich für den Topf, da man ja nicht zwingend was kochen musste. Zu dem Zeitpunkt wusste der Fritz ja auch, dass man das Wasser so trinken kann. Nehmen wir mal an, er hätte zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, dass man das Wasser nicht unabgekocht trinken kann, dann hätte er seinen Topf auch noch weiterhin gebraucht. Und so gesehen ist einfach das Wissen, nachdem du dann schon 2 Tage da gewesen bist, oder wann war es, am 3. Tag, die Abgebesache? Ja, ich glaube, die war am 3. Tag, genau. Da kannst du bis dahin ja eigentlich schon wirklich auf Zeug verzichten. Und das Wichtigste, was du dann wirklich noch brauchst, da hätte auch ich gesagt, die 3 Sachen, die der Fritz behalten hat, nämlich was zum Feuer machen. Ansonsten hätte er versuchen müssen, sein Feuer die ganze Zeit durchgehend mindestens am Glühen zu halten, dass es einem nie ausgeht. Das wäre schon ein Risiko gewesen, über die lange Zeit das dann eingehen zu wollen und dann also auch das Werkzeug zum Feuer machen abzugeben. Jetzt völlig egal, ob das ein Firesteel, ein Feuerzeug, ein Streichholzschachtel, was auch immer ist. Vergrößerungsglas, wenn du ganz krass drauf bist.
Und klar, dass er das Messer behalten hat, das war ja dann, wie wir gesehen haben, später auch extrem wichtig für, also das Kukri-Teil, Kukri-Machete, für eben weitere Challenges, wo er das dann auch wirklich gebraucht hat. Und macht also schon Sinn, dass man dann, wenn man nur drei Sachen haben kann, schon ein Werkzeug wählt, gerade wegen den Challenges. Wenn du sagst, oh, die Challenges interessieren mich nicht, ein Feuer machen muss ich auch noch nicht mal unbedingt, weil ich ja nicht mal Wasser abkochen muss, weil ich ja weiß, dass ich Wasser gar nicht abkochen brauche. Im Grunde wäre man, angenommen, man hätte noch einen Mückenschutz gehabt, ja, sonst drehst du durch, aber nehmen wir mal an, du hättest Schlafsack und Mückenschutz behalten oder hättest einen Schlafsack mit integriertem Mückennetz gehabt, das war ja möglich, das durfte man ja theoretisch mitnehmen, meines Wissens, glaube ich, in der Auswahl der Gegenstände. Dann hätte der Fritz das auch allein vom Schaffen her, vom Durchhalten, hätte der Fritz mit Sicherheit auch mit einem Gegenstand, nämlich einem Schlafsack, am Schluss klarkommen können. Gleiches gilt für den Fabio, hätte der Fabio statt einem Messer und einem Feierstil einfach einen Schlafsack gehabt, würde ich auch behaupten wollen, wäre der 7 Tage durchgekommen. Also wichtigster Gegenstand für sowas ist halt einfach ein Schlafsack, weil damit kannst du die Nacht überbrücken, weil du nichts zu fressen hast und dann wirst du schwach, dann kannst du auch den Tag überbrücken und du kannst im Grunde sämtliche 7 Tage überbrücken, indem du einfach nur im Schlafsack liegst. Wenn es einer mit Mückennetz ist, wirst du noch nicht mal von den Mücken gestochen. Was soll dann passieren, sofern du eben auch weißt, du hast eine Höhle und hättest einen wetterfesten Unterschlupf, der zuverlässig ist, zur Verfügung. Ja, dann ist schon der Schlafsack, würde ich schon sagen, das Nonplusultra. Daher gut nachvollziehbar und aber auch trotzdem mutig, dass der Fritz dann eben entsprechend noch seinen Kram dann noch abgegeben hat, noch viel von seinem Kram, der ich mit den Klamotten abgeben, also ich hätte die Unterhose echt behalten. Also wirklich. Gut, ja, aber sonst hat er ja keine Probleme gehabt, war ja auch zu erwarten. Von daher abgeliefert, wie zu erwarten gewesen ist, verdientermaßen das Ganze auch gewonnen, absolut verdientermaßen, klar. Und da kann man gerne gratulieren, mache ich an dieser Stelle auch. Also Gratulation und dem habe ich eigentlich ansonsten nicht mehr viel hinzuzufügen. Finde auch noch schön, dass der Fritz sich halt eben auch die Mühe gemacht hat. Klar, ist ja auch sein eigenes Projekt. Auch mal noch ein bisschen Hintergrund und eben, wie macht man jetzt dies, wie macht man jetzt jenes. Viel Zeug dokumentiert hat, was die anderen halt gar nicht dokumentiert haben oder so gut wie nicht. Und das war dann auch cool, dass man das einfach mal bei irgendwem zumindest gesehen hat. Auch, dass er so viel von der Landschaft erkundet hat. Kam gerade auch mir natürlich sehr entgegen, weil ich dann auch mehr gesehen habe und mehr Interessantes entdeckt habe, jetzt so aus botanisch-naturwissenschaftlicher Seite. Von daher, ja, sehr, sehr cool. Gut, und jetzt habe ich auf meinem Zettel noch draufstehen, schön war's. Genau, das war's nämlich auch. Vielleicht, ja, das, was ich ja eben schon angedeutet habe, Kritik in Anführungszeichen. Die Sache wird nicht interessanter, wenn bei den späteren Folgen, also zum Beispiel jetzt am allerletzten, am letzten Morgen, sage ich mal, bis zur Abholung, der Martin keine Lust mehr hat, was zu filmen, der Chris im Grunde nur noch mit seinem Floß rausfährt und da sonst nicht mehr viel tut und nur noch der Fritz der Einzige ist, der noch sinnvollen Content liefert. Das kann dir halt eben durch so ein Deathmatch-Mechanik, sage ich jetzt mal, wenn du raus bist, bist du raus, das kann dann halt eben passieren. Das ist einerseits natürlich total reizvoll, diese Konsequenz, dass sie wirklich raus sind und das macht die Sache natürlich auch konsequent. Und realistisch in Anführungszeichen und glaubwürdig und das ist es, also da finde ich wirklich gut irgendwo, aber andererseits würde es mich halt wirklich, hätte es mich halt echt interessiert, was zum Beispiel jetzt so ein Dave noch angestellt hätte, wenn du den, nachdem es dem wieder gut geht, sage ich jetzt mal, für 3 Tage nochmal zurückfährst, die 3 Tage, die es noch läuft, wenn es ihm bis dahin wieder gut geht oder die 2 Tage oder wenigstens noch einen Tag oder sonst irgendwie, das hätte mich halt einfach interessiert, was der da noch angestellt hätte, mit massivem Punktabzug irgendwie, dass man vielleicht das um Hilfe rufen nicht als, also wäre eine Option, ne? Nicht, ich sage nicht, das ist besser, aber in manchen Momenten hätte ich es mir fast schon gewünscht und dann auch wieder nicht. Also ich bin da total hin und her gerissen, weil ja, du hättest halt einfach abwechslungsreicheres Programm und mehr verschiedene Lösungen für ähnliche Situationen von eben auch wirklich 7 Teilnehmern und nicht nur von 5, das waren ja ganz am Anfang gleich ja nur noch 5 und dann später halt nur noch von 3. Und ja,
Jeder hat drei Leben sozusagen. du bist tot, macht nichts, du hast noch ein extra Leben. So in die Richtung. Weiß ich nicht, ob das wirklich besser gewesen wäre. Oh, ich habe den Bommel vergessen. Ich wusste doch, irgendeinen Teilnehmer habe ich vergessen. Verflucht. Der Bommel. Solange er da war, hat so mehr oder weniger das dabei gehabt, was ich auch dabei gehabt hätte. Hat halt eben ein einfaches Schlaflager gehabt, ein sicheres Schlaflager, wie tausendmal so aufgestellt. Überhaupt kein Problem. Und dann hast du auch keine Schwierigkeiten. Abgesehen davon, dass der Bommel eben mit der Isolation zu kämpfen hatte, das wäre bei mir eben nicht das Problem gewesen. Da bin ich einfach vom Charakter her anders. Sicherlich hat er auch Hunger gehabt, weiß ich nicht. Und er hat halt ein bisschen wenig gefilmt. Deswegen wissen wir halt auch nicht so genau, was er da eigentlich jetzt exakt getrieben hat, die Zeit, die er da war, wie er seine Zeit so rumgebracht hat. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich glaube, der Bommel hat gar keinen eigenen YouTube-Kanal und macht das nicht so häufig. Und dementsprechend will ich mich da nicht beschweren. Woran es jetzt letztendlich gelegen hat, dass er ausgeschieden ist, das haben wir ja nochmal ganz am Schluss erfahren, als sie da ums Feuer sitzen und dann nochmal alles Revue passieren lassen. Da war ihm wohl schwummrig und er ist wohl nach dem Pinkeln umgekippt. Das heißt, ihm ging es gesundheitlich wohl nicht so gut. Das lag nicht nur daran, dass da ein Vieh ist. Da war wohl auch ein Vieh, mit Sicherheit nichts viel Größeres als eine Maus. Mit Sicherheit nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, man kann dann da im Laufe der Nacht und wenn einem gerade gesundheitlich nicht gut geht. Und gut, das Vieh war ja da, nachdem er schon angerufen hat. Oder war es davor schon da? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich, der Bommel wusste da schon, was er da tut. Das hätte er auch bestimmt länger durchgehalten, wenn er da eben jetzt nicht körperliche, gesundheitliche Probleme gekriegt hätte und ihm die Isolation nicht so viel zu schaffen gemacht hätte. Zweifle ich da nicht dran, dass er rein vom Outdoor-Skill, das hat er ja auch gezeigt in der Zeit, die er da war, genau wusste, was er da getan hat. Also das wäre vielleicht auch noch mal kurz beim Bommel zu erwähnen. Drum auch eben schade, dass der Bommel dann nicht wiederkommen durfte, in Anführungszeichen. Oder auch was gewollt hätte, wissen wir ja auch nicht. Keine Ahnung. Aber auch das wäre noch eine kleine Ergänzung gewesen, wenn man da einfach noch den ruhigen, den etwas ausgleichenden Bommel weiterhin einfach noch drin gehabt hätte, so als mehr Abwechslung. Szenario da um den See drumherum. Doch erstaunlich spannend. Ja, hätte ich mir jetzt gedacht, boah, hätte man da nicht vielleicht noch irgendeinen anderen Ort nehmen können, hatte ich ursprünglich mal gedacht. Aber nö, das hat ja doch einiges hergemacht und einiges abgegeben. Und die Tatsache, dass Schweden eben zum Überleben eine erstaunlich karge Landschaft ist und es da super wenig Ressourcen gibt, die du finden kannst, hat ja viele überrascht. Das war natürlich mir jetzt schon vorher klar. Aber sicherlich auch interessant, eben gerade, dass so viele Survival-Techniken, die du so in Büchern lesen kannst, eben in extremeren Klimazonen, so extrem ist er jetzt auch noch nicht, aber extrem mehr, so gar nicht mehr funktionieren. Und daher also auch eine schöne Wahl des Ortes letztendlich und hat mir also wirklich Spaß gemacht beim Zugucken. Davon abgesehen hat es mir natürlich auch massenhaft neue Abonnenten und Aufrufe eingebracht. Will ich jetzt an dieser Stelle natürlich auch nicht ganz verschweigen. Und inzwischen, das habe ich ja schon mal angedeutet, da war es noch ein kleiner Urlaub. Es ist inzwischen kein kleiner Urlaub mehr. daher, ja. Tolles Projekt, würde mich freuen, wenn es da in irgendeiner Form noch mal eine zweite Staffel zu gäbe. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also herzlichen Dank von meiner Seite an alle Beteiligten, insbesondere natürlich an den Fritz als Hauptorganisator des Ganzen. Selbstverständlich auch noch mal an sämtliche 6 anderen Teilnehmer. Und ja, von meiner Seite aus, das war wirklich lustig. Bedanke mich. Tschüss.